Sentilo. C'era un'esperienza diversa, era sempre nuovo. Ogni volta che cambiava il tempo, ogni volta che cambiava stagione, era come se tutto avesse un gusto diverso, un sapore differente. Speciale perché dovrebbe essere.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink. So, leider am Ende von das Video, es ist hängen geblieben. I'm so sorry. Entschuldige, Diana. Ich werde mal bei die, eigentlich nach der Sendung, zusammenschneiden und die letzte von, die letzte Stück von Ende oder die ganze Video nochmal so reingeben. Erstes Mal so eine große Applaus. Diana. And two. Genau, leider, das passiert manchmal, solche technischen Probleme. Und wenn ich so pausiert, diese Video, dann fängt wieder von Anfang an. Verzeihung nochmal. Hoffentlich bei die nächste so nicht so hängen bleibt. Die nächste Stück, das ist eigentlich so, die Choreografie ist das von der Diana und hat die ganz talentierte junge Tänzerin, die Sojaaffen Strasser, hat schon getanzt. Und der Kollege, der liebe David Bosch, hat schon auch so unterstützt denen und gefilmt. Wir werden mal das anschauen und hoffen wir wieder, dass nicht so hängen bleibt, sonst spiele ich mal nochmal, sollte ich von Anfang an anschauen. Ja, und dann gehen wir zu dem nächsten Stück. Gut, dann viel Vergnügen. Thank you.
Die letzte Arbeit habe ich darüber geredet, von die Diana und Zoe auf der Straße, das ist die Tänzerin. Eine wunderschöne Arbeit war und genau, die Applaus wahrscheinlich habt ihr gehört, aber mache ich nochmal so einen Applaus für euch alle. Genau, und ich wurde mal, bevor dass ich zur Präsentation für die nächste und letzte Arbeit von der Diana gehe, euch bitten, wenn ihr wollt, da unten gibt es so einen Donation-Link, das könnt ihr die Echo-Räume unterstützen und pay as you wish. Dahinter gibt es so viel Technik und so Kosten für die Streaming, für Server und alles. Wenn ihr uns so unterstützen könnt, das wäre schön und wir werden uns freuen. Und es geht immer so weiter und geht besser und besser. Ja, hoffentlich nächstes Mal bin ich auch so mit weniger technischen Problemen. Da passiert dieses Mal. Und genau, nächste Arbeit heißt 21 und auf Arabisch Wahedul Ashrun. Da haben wir vor 3 Jahren, wenn ich nicht falsch sage, 3-4 Jahre, mit der Kollege Sayed Labib hat das Konzept gemacht und die liebe Diana getanzt und improvisiert. Und ich habe auch so Video dazu gemacht und gefilmt und geschnitten. Und das war so eine Zusammenarbeit von uns. Und die Musik von der großartige Musiker Dafur Yusuf haben wir benutzt. Durch das Sayed haben wir mit ihm kontaktiert und wir durften so diese kleine Stück von seiner Musik verwenden. Genau, was ich auch davor gesagt habe, wo das mein Mikro aus war. Verdammt. Ich fand das ist super, wenn die Künstler alle zusammen miteinander arbeiten, gut arbeiten, einander gut verstehen. Und wie das ihr gemerkt bei diesen jungen Menschen davor, die Diana und so, die haben schon wahnsinnig gute Arbeit gemacht. Und hoffentlich bald mal, ich habe schon mit der Zoe auch gefragt und vielleicht machen wir in einer zukünftigen Sendung ihre Arbeit auch zeigen. Schauen wir mal. Und genau, und danke auch an David, das hat super gut gefilmt und dass die beiden junge Künstlerinnen unterstützt. Gut, ich rede mal nicht mehr so viel und wir werden mal einfach nächste Arbeit und letzte Arbeit von Diana sehen und dann gehen wir zu der Puria, der nächste Künstler. Viel Vergnügen! Es geht weiter! Hello.
Jetzt habe ich Sound. Ja, einen großen Applaus für die Diana. Genau, es passiert eigentlich, das ist keine Ausrede, ich freue euch, aber das passiert wirklich, wenn man so allein alles so machen sollte und so, und dann wird es die dritte Episode ist. Aber ja, ich würde mal erstens für euch auch so einen ganz riesigen Applaus machen, dass ihr am Wochenende bei uns seid und zu der Kunst und Kultur interessiert seid. Von euch. Genau. Nächster Künstler, der bildende Künstler, der Puria Ali Mirzai, der ist in 1988 geboren und hat schon in Iran, der kommt aus dem Iran, so mein Landmann ist,
ich kenne ihn eigentlich seit ein paar Jahren hier in Wien und hätten wir miteinander so eine Musikgruppe gehabt und ab und zu spielen wir miteinander noch. Aber der ist so Hauptstudium, sein Hauptberuf ist das so bildende Künstler und besonders die letzten 2 Jahre ein wahnsinnige schöne Bilder macht er und sehr interessante. Der Puryo, 1988, geboren in Iran und dann nach dem Schule hat schon erst Informatik studiert, Computer, Informatik, IT. Und dann er ist zu die Illustration und Comic und Karikatur und dieser Richtung gegangen ist. Und dann mehr zu Malerei und dann nach Wien gekommen ist und ich weiß nicht ganz genau seit wann, aber ich schätze mal seit 2015 ist auf der Akademie der Bildenden Künste Wien. Und ja, hat paar schöne Sachen und mehr als schon paar schöne Sachen. Ich habe zwei Arbeiten von der Puria heute Abend. Ein ist das so ein nettes Gespräch mit ihm, so interviewmäßig habe ich mit ihm gemacht und teilweise auch so in die Studio hier gefilmt. Wir werden mal erst das anschauen und danach gibt es so, ja, gibt es ein Musikstück von ihm. Und zu den beiden Künstlern, so die Diana und Puria, es gibt so die ganze Lebenslauf entweder meine Webseite, da könnt ihr direkt bei Escher-Räume auf meine Events so klicken und dann werdet ihr so weitergeleitet auf meine Webseite. Und da könnt ihr genau nach dem Sendung, ich werde mal richtig alles schneiden und nochmal alles so dort hinstellen. Und die Lebensläufe von die Künstler könnt ihr dort lesen. Und was wollte ich sagen noch? Habe ich vergessen, sorry. Gut, wir werden mal einfach diese ungefähr 10-minütige Interview von Puria anschauen. Es ist sehr interessant, finde ich. Und hören wir mal das an. Viel Vergnügen. Es geht weiter! Art is something that kind of supposed to activate your curiosity as a viewer, or not even as a viewer, as an artist. Like it's when you're still curious about stuff and still exploring and challenging yourself, or you know, always asking for something new, then I do call you as an artist. Doesn't really matter in which direction you're going, but that's how I think, yeah. No, not necessarily. I do believe that all forms of art are quite the same. So basically they are very much connected to each other. Of course it's different, this is visual, that's like, you know, with functions with ears and, you know, or vibration, and the other one is like more combined, like with cinema, it's like combined of a combination of all of them. But in general, when you look at them, when you kind of think about them, they are kind of they are here to do kind of one thing. You know, that I'm talking about art, not industry or something. I'm talking about the way that the artist is supposed to present his art. So they are quite the same thing for me. In the last year, I am busy with the idea of, with the position of
let's say fragile masculinity. So I want to talk about the position of men, which basically when you especially born in that certain kind of area, Middle East area, when you're born as a woman or a man or whatever, you're kind of already have been put in certain kind of boxes. So as a man, you have to be ta 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 ta, and as a woman, da da da, or if you're gay, then you're gay, and you know you are certain kind of boxes. So since I was a child, I had certain kind of a feminine attitude in my attitude. And but I was not necessarily gay, I was straight. So they couldn't define me like in a way that then if you're gay, then I can accept you. Or if you're a man, like in quotation, then why you behave like, so it was always like something between. And so I thought that it's a kind of a interesting idea that it's not so many people have been talk about it so far. So I thought that it's time to that someone has to talk about it. So that's why that's my inspiration for these days. So I'm using like the form of hair for something that is like kind of like, let's say, feminine side of it, and then some faces and figures that you're not kind of sure that they are men or women or whatever. Yeah, it's very complicated to explain it, but so love is something that's like a kind of like a one-way road. So it's like when you start to love something, I do believe that from that time that you said that you know you believe that you love that thing, there is no turning back. And yeah, that's basically in a short way to say it's what I think about it. Yeah, I don't know. For people are there's different approach. I mean, maybe it's a kind of it could be short way to something, and it could be like an endless way to something or to nothing or whatever. I mean, that's kind of my job, like spending time, most of my time during the day alone in the studio and just struggling with myself. So as much as I can, I try to go deeper and deeper. Yeah, that's basically what I'm doing. So I don't know what is from 1 to 10 which is it, but that's my job. So I'm trying so hard to do it well. I don't know, I always kind of think that I know myself, but then all of a sudden something comes up and then I surprise myself and it's like, where was that where was that hidden? And then I understand that, ooh, there is a long way to go. So I can't answer it. Judging everyone is like judging. I mean, I love judging. I mean, not I love judging, but everyone judge. I mean, we have to judge. And but then it comes to the point that how sure you are about your judgment. I don't know what's the right word. Your judgment, yeah. Then my problem starts that if you're too sure about your judgment, then there is a problem because I do think that there is nothing is for sure. So you have to kind of keep an space open for a change. So if you judge about something, which is fine, I mean, basically we have to do it. Otherwise, we are just like having like random opinions about stuff, and we don't have a certain kind of character. I do think that everyone has to judge and everyone will judge.
And but it's the matter of like how stubborn you stay on your judgment. And I don't like necessarily, you know, when people are talking about something that they are too sure about it. When something like that happens, then of course something is going wrong. Doesn't matter what is it. I do think smarter people have more flexibility for a better compromise. So when you, but maybe I'm wrong because, you know, I just think that, think about like societies that they are kind of like, if you were like, you know, comparing like Iran to Germany, and you know the general understanding of, you know, how do we like to differentiate those people. I do think that Iranian people, they are too flexible to adapt themselves to certain kind of situations. But although when I compare it to my German friends, they are kind of very tough with their decisions. And the matter that, you know, I want that and I want that. But you know, in my case, I do like people with that they are more flexible with that to understand the other situations and to compromise themselves with the different situations. Yeah, I don't know what is this question. There are like some decisions that had been made for me, like, you know, the random stuff that where did I born, or what's my name and what's my family name, and those stuff that, you know, everyone has a background and has a history. I don't really think that you're asking that question. But so in that case, yeah, my name is Purian, and I born in Iran, and then I am 31, 2 years old. But if we're gonna talk about a little bit deeper things, I still don't know. I'm still like discovering. You have to ask this question maybe in next 5, 10 years, and maybe I can answer it better. But yeah, I am whatever, who I am. That's it. Let your art compromise your love, but who you are is your compromise. Das war die nette Gespräch mit der Purja. Kann man für seine Gespräche auch so einen Applaus machen, oder? Ja, in die eigentlich so ganz improvisierte Fragen. Ich habe nicht so vorher mich vorbereitet, einfach improvisiert und in diese nette Gespräch mit ihm gemacht. Es gab auch so eine Frage, da habe ich jetzt nicht so reingepackt, aber ich würde mal euch sagen, ich habe ihn gefragt, wer ist deine beste Freund? Oder was ist die Best Friend? Ich habe so genannt. Und er meinte sein Instrument. Und genau die nächste Stück ist das so, dieses Instrument. Der spielt eigentlich so Bassgitarre und auch Tambur. Tambur, das ist so ein iranisch-kurdisches Instrument und normalerweise. Es verwendet für viel spirituelle Sache und auch so verschiedene Musikrichtungen, spirituelle Sache und für die Trance-Sache, würde ich mal sagen. Und ja, dann habe ich von ihm auch so ein Stück aufgenommen. Falls das hier interessiert seid, wir haben zusammen auch letzte Woche ganz spontan 2 Stücke improvisiert mit Cello und genau diese Instrument Tambur. Und es gibt so bei meiner Facebook-Seite und dann vielleicht werde ich mal auch auf mein YouTube erstellen. Genau. Wir werden mal erst so dieses Stück von die Puria anschauen und dann kommen wir zurück und sind wir fast am Ende. Gut, viel Vergnügen.
großer Applaus für die Pudia, für dieses wunderschöne Stück. Genau, wir sind zu Ende gekommen und erstens nochmal vielen Dank, dass ihr dabei wart und dass ihr angeschaut habt. Ich hoffe, dass es euch trotz die ganze Technikalproblem gut gefallen ist. Und ich würde mal sagen, noch zwei Punkte. Zu der Webseite von die Pudia. Das heißt Purea, das heißt Purea.com. Sonst könnt ihr auch so bei die Event anschauen. Und die liebe Diana hat schon auch so einen Tanzverein, das heißt Choreo Loop. Da könnt ihr auch so in Instagram oder Internet so suchen. Da würde ich mal gleich so buchstabieren nochmal, wenn ich das... Genau, Choreo und dann Loop, das ist so Loop. Da könnt ihr bei Instagram oder so googeln und so alle mögliche wahrscheinlich so finden. Sonst könnt ihr auch so mit Diana Wall, so kontaktieren und nochmal durch Facebook oder meine Webseite und so alles so hinzuschauen. Genau, und gleich die beiden Künstler, die Diana und die Pudia, die werden auch so bei unserem Videochat dabei sein. Da genauso rechte Seite, wo das ihr so Textchat habt, da oben könnt ihr einfach drücken und zu unserem neuen Videochat kommen. Wir würden uns freuen, dass noch nachher miteinander anstoßen können in unserem virtuellen Raum, in den Echo-Räumen. Und ein wunderschönes Wochenende und einen wunderschönen Abend noch euch. Bis nächstes Mal. Salah Place. Schönen Abend. Ja.